Hey alle zusammen, willkommen in Grounded. Ich, der Jay Gatsby, und ich habe hier mit dabei den Marcel. Hallo Marcel. Hallo Jay. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen einen Außenposten bauen. Und da hatte ich mir das so überlegt, wir bauen Außenposten an den Stellen, wo wir sie auch tatsächlich brauchen, logischerweise. Sonst wäre es ja dumm. Und zwar, da wir ja hier die Löwenrüstung brauchen, also Ameisenlöwenrüstung und diverse andere Dinge, wollen wir da hinten die Burg benutzen, um einen Außenposten zu bauen. Ja, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nö, bitte heil. Tschüss! Guten Flug. So. Und natürlich ganz wichtig, wir brauchen die Ameisenlöwenrüstung, weil da oben seht ihr ja brutzeln. Und das bedeutet, wir verrecken hier sehr schnell, wenn wir diese Rüstung nicht anhaben. Lass uns mal gleich ein bisschen Gras mitnehmen. Oh, irgendwo ist hier eine Spinne am Pennen. Uah. Nicht gut, nicht gut. Okay, dann wollen wir mal. Gras. Wären Stängel nicht besser? Nein. Brauchen wir für die Werkbank. Ach so, stimmt. Ja, ja. Den kannst du hier mitnehmen. Dann nehme ich schon mal ein paar Stängel mit. Für Böden. Was? Ja, eins ist ziemlich weit hinten im Wasser gelandet. Ich glaube, wir brauchten Viere dafür. Ich guck mal schnell nach. Wo ist er? Da. Ne, drei. Drei brauchen wir. Ja. Gut. Liegt. Was? Liegt. Was liegt? Guckst du. Guck ich? Ach so. Guck ich. Ach so, da. Sehr schön. Ja, dann haben wir so auch alle drei. Yay. Was? Nein. Alter, lass mich in Ruhe. Ich habe gerade das Gras aufgeladen. Hau ab. Oh, ist der nervig. Hey, der verfolgt mich. Drecksau. Mist, Mist, Mist. Ja, warte mal, wenn du bei Burg ankommst. Ist mir egal. Nur nicht jetzt. Guck mal da. Husch. Hopp. Kein Bock. Ciao. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Nein! Nicht doch schon wieder. Oh. Bist du runtergefallen oder was? Nein, nein. Nö. Hinter mir muss wieder einer aufgetaucht sein. Nerv, nerv, nerv. Da hinten bist du, mein Gott. Ja, ich bin hinten rumgelaufen. Einmal ja, von hinten habe ich es gemacht. Gibt aber kein Kindergeld. Nö. Du musst dich schon wieder prügeln. Ne, das war wieder klar. Das war so klar. Ah, noch einer. Ich leg ja, das Zeug gleich ab prügeln, und dann geht's los. Dann geht's los. So. Oh Mann. Okay. So, Digga, jetzt bist du reif. Komm, komm, komm. Trau dich. Jetzt will er nicht mehr. Wer? Ach so. Oh, ja. Kaputt gemacht. Du hast ihn kaputt gemacht. Oh, hab mal einen für dich. Ja, den meinte ich. Hier vorne glitzert's. Hier. Ja, hier mal. Jo, cool. Nein! Gut. Ah, komm schon. Aua! Ah, gut. Nee, cool ist das nicht. Was? Ah, ich hätte einen Crit einschalten sollen. Moment, Moment, und? Genau. Genau aus dem Grund. So, hier kommen Spaten raus. Na gut. Hey! Das cool ist. Ein Sarg. Hey! Würzige Spinne viermal. Ja, gib her. Eine Krähenfeder. Und jetzt hast du mich so lange unterbrochen, dass ich nicht alles. Ah, da hinten ist auch noch eine. Ja, ja, komm her. Feder und du kannst hergehen. Ja. Also Feder und Gewürzstücke. Die habe ich nämlich von der anderen Kiste auch schon. Okay. Nee, weil. Oh. Ich hab sowieso schon. Ach, Kaugummi war das noch. Ah, gut. Ja, stimmt. Letztes Mal haben die mir die Brücke hier kaputt gemacht, die Schweine.
Hm. Hast du die Kiste schon geöffnet? Ja, da hast du noch einen Knochen drin. Nö, da ist nichts drin. Da hast du einen Knochen drin. Nö, beim Versuch aufzunehmen war sie weg. Weil du alles aufgenommen hast. Guck doch mal im Inventar. So, Moment, halt. Und auf dem Bildschirm hat man auch gesehen. Genau. Nee, habe ich eben unten links nicht gesehen. Versunkener Knochen. Jo. Okay, wenn man das versunken nennt hier. Hm. So, mein Gras habe ich hier wiedergefunden. Sehr gut. Ist jetzt die Frage, wo fangen wir an zu bauen? Hier ist übrigens eine Höhle. Höhle? Ja, hier ist eine Höhle. Ja. Ja, es ist keine wirkliche Höhle. Ist egal, aber ich finde es cool. Ich finde es einfach cool. Ich gucke mir erstmal die Burg an. Ja. Wo kann man denn hier clevererweise bauen? Da oben ist ein Schirmchen. Hep. Hep. Ah, schön mit Buchsen und so. Cool. Und das da hinten, ist das ein Eimer? Das rote? Ich glaube ja. Hm? Was hast du denn da schon wieder hingebaut? Oh. Der erste Teil einer Seilrutsche. Okay, schön. Was macht hier am meisten Sinn? Oh ja. Ich würde sagen, die baue ich mal hier in die Werkbank. Ja. Finde ich richtig cool. Ich schätze mal, hier haben wir auch keine Gegner. Na doch, da unten auf jeden Fall. Ja, aber nicht hier, wo ich bin. Haha. Tsching, fertig. So, ist gleich noch eine Kiste hinterher. Oder zwei, oder drei. Hm. Da kommen die ganzen Viecher her. Wieso, was ist denn los? Hä? Was meinst du? Ich will gerade Gras holen. Ja. Schon zwei neue Viecher hier aufgekreuzt. Auch nicht schlecht. Haben wir gleich was wir in die Kisten tun können. Weil genau das wollen wir ja da rein tun. Ach, so, haben wir auf jeden Fall einige hier. Jo. Wunderbar. Wunderbar volles Haar. Sozusagen. Komm. Mist. Das war jetzt so nicht gedacht. Na gut, dann haben wir da zwei. Oh doch. Weiß nicht schon. Ach, das bietet sich doch hier richtig an. Na klar. Ja. Ordentlich Kisten aufstellen hier. Und wenn wir sie nicht benutzen, dann ist es wenigstens Deko. Würde ich jetzt so sagen. Denn ein bisschen Deko müssen wir ja auch haben. Wir denken natürlich auch an die Frauen, die immer ganz gerne Deko hätten. Mhm. Übrigens mag ich auch. Was? Das ist nicht nur für die Frauen. Ne? Nee, also. nee, definitiv nicht. Also wir haben hier keine Schminkkoffer aufgestellt. Also davon mal ab. Nein, ich habe zu wenig Eichenschalen. Ah. Naja, nicht so schlimm. Was soll's. Dann verballern wir das, was wir da haben. Oh, hier ist noch ein Ameisenlöwenzange. Und der Kaugummi liegt auch hier. Echt? Ja, wieso liegt der Kaugummi hier? Keine Ahnung. Ja, ich habe ihn doch dahin geworfen. Wieso hast du den Joko? Du wolltest den doch haben. Nein, den kann ich nicht tragen. Warum? Tasche voll. Ja. Aber warum? Na, weil ich die ganzen Pilzziegel und so dabei habe. Ach ja. Also ich glaube, hier brauchen wir keine Markierung, wo etwas ist, oder? Ich glaube, Sandkasten ist genug Markierung. Rein theoretisch könnte man, wenn wir zu faul sind, überall, wo es blinkert, eine Markierung hinsetzen. Das ist eine keine so schlechte Idee. Ja, dann haben wir jetzt aber schon mal den ersten Mist. Denn die Ecke sieht zwar so aus, aber ich glaube, das ist die auch. Ja. Dann suchen wir mal. Sprosslinge habe ich noch und Kleeblatt. Pflanzenfaser. Ich hab's gewusst, ich wollte sie mitnehmen. Ich habe 23 dabei. Oh, noch besser.
Ja, kann man doch hier wunderbar farmen. Ich glaube, du vergisst immer so wieder, dass wenn du die Grasdinger, also die Wurzel kaputt machst, dass du da Dings rauskriegst. Grasfarmer. Fällt aber komischerweise nicht immer was runter. Nee, du musst die ganze Wurzel kaputt machen. Ach so, ja. Und Sprösslinge haben wir auch. Jo, Sprösslinge ist ja nicht das Problem gewesen. Die habe ich ja. Oh. Tja, das kannst du leider nicht. Oh, was braucht man hier eigentlich? Grasplatte und Unkrautstängel. Bauen wir das doch gleich mal an hier. Na? Bist du wohl? Bau das da rein. Die erste ist doch fertig. Wieso baut er das da jetzt nämlich rein? Komm schon. Ach, die Stängel sind schon drin. Hä? Naja, gut. Ich hole mir Grasstängel. Manchmal ist das schlauer. Gras. Was? Nichts. Was denn? Alles gut. Und ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Die rote Ameisenrüstung hätte ich einpacken sollen. Nein. Ja, die macht natürlich hier im Sandkasten sehr viel Sinn. Wieso? Da im Schatten ist doch kein Problem. Ja, im Schatten. Naja. Geht da jetzt hier um die Schlepperei. Hätten wir wenigstens 8 mitnehmen können. Statt jetzt nur 5, wie man unten rechts sehen kann. Ein Moment. Fahrradkette. Ja, nee, ich muss noch mal kurz meine Mutation umstellen hier. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen ungeschickt für, aber na gut. Kann ich zurzeit nicht. Das kennt man von dir. Das kennt man von dir. Genau bei Forrest. 200 Gegner um einen rum. Was macht der Jay? Er geht erstmal ins Inventar und sucht seine Pillen. Jo. Brauche ich. Ja, so. Nein. Ich glaube, das ist jetzt gerade ziemlich unnötig. Achso, nee, das brauche ich ja sowieso nicht. Haucherlunge. Oh, was haben wir hier? Scharfe Abwehr, toll. Giftresistenz. Oh, nee, die bleibt schön an. Nö, nö, nö. Bin ich absolut dagegen. Kiesel in der Brandung. Auch wenn du verdroschen wirst, bleibst du aufrecht stehen. Ja, das merke ich jedes Mal, wenn ich umfalle. Ha. Aber du wirst dich mit Stärke, Waghalsigkeit und lächerlich großen Waffen in den Kampf mit deinen muskulösen Armen schwingst du wütend mächtige Keulen. In Wut geraten, verteilst du zwar mehr Schaden, hast aber einen Nachteil beim Blocken. Die tue ich mal deaktivieren. Coup de Gras, ein Zeichen der Hoffnung, in der Düsternis entdeckt zu haben. Stärkt deinen Überlebenswillen im Kampfgetümmel, packt dich der Einfallsreichtum und deine Gegner werden von Glückstreffern zerschmettert. Also das sind die kritischen Schäden. Und wie ich sehe, trinken sollte ich auch nochmal schnell was. Komm schon. Trink. Wieso geht das jetzt nicht? Hallo? Achso, ja, klar. Ich habe ja das Gras dabei. Verdammt. Das muss ich erst ablegen. Idealerweise natürlich gleich da, wo wir es brauchen. Okay. Ja, die Wege sind überall recht lang. Egal, was wir machen. Es dauert immer ewig lange. Trotz unserer Seilrutschen, die wir ja schon haben. Und deswegen so mit den Außenposten einfach mal... Wir können ein paar Sachen einlagern, die wir eh brauchen. Wenn wir zum Beispiel die Rüstung hier bauen wollen oder reparieren. So. Okay, das haben wir. Dann geht's weiter. Wie hoch willst du da? Ach so. Und so lang, wir können hier mehrere Tage mal farmen und müssen nicht zurück, weil Inventar voll ist. Genau. Das ist der Idealfall.
Auf jeden Fall. Dass ihr jetzt denkt, dass wir diese Materialien nur noch hier haben und separieren herkommen. Das natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Da muss noch ein Boden zwischen. Ja, sehe ich auch gerade. Moment. Behalt deine Blaupause. Wieso? Mach mal kurz weg. Ja. So. Okay, hat er schon. Okay. Moment. Was denn? Die war verkehrt rum. So. Mach mal kurz weg. Ja, mach ich. Okay. Na, jetzt kannst du stehen. Ne? Jo. Okay, supi. Gras einbauen? Was? Gras einbauen? Ja, hast du deine Stängel schon drin? Oh ja. Immer diese Anfänger. Gar nicht so schlecht. Für den Anfang hier. Oh, cool. Würzige Stücke auch noch entdeckt. Jep. Ja, das hier werden wir auch nochmal abreißen. Dann machen wir auch irgendwelche Treppen rum. Ich würde sagen, ich fang mal von oben an. Oh, trinken wollte ich doch. Trinken. Ah, weg damit. Weg mit dem Zeug hier. Die hatte ich nämlich auch nur provisorisch gebaut gehabt. Ja. At least it's clean. So. Ups. I know I'm a picky eater, but was ist los? Hat er gefallen? Yep. So. Ja, sehr provisorisch, würde ich sagen. Sehr provisorisch. Ah ja, genau. Da hinten sind die Kisten. Gut. Also die Burg von außen möchte ich nicht unbedingt dolle verschandeln. Das heißt, außen werden wir nicht so viel dran bauen. Eigentlich eher das Ding einfach nutzen. Komplett dick hacken hier. Alles verbergen, ja klar, genau. Nein. Das geht natürlich gar nicht. Wir können ja hier nicht alles zupflastern. Übrigens, das mit der Höhle hier interessiert mich. Geh da mal rein. Ja, geh mal rein. Siehst du ganz viel? So nix. Ja, aber da sind viel. Mhm. So, weiter geht's hier nicht. Okay. Hüps. Haben wir das auf jeden Fall auch schon mal geklärt. Dass das Loch hier nichts bringt. Verdammt. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade. So, haben wir jetzt eigentlich schon was wir in die Kisten reinlegen können? Nö. Doch. Können ja schon mal die Eichelkappen ablegen. Hep. Eine ist ja schon fertig. So, und das Kaugummi lasse ich auch mal hier. Und die Sprosslinge auch. Das Seil. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht alles zu sehr verstreuen. Jojo. Ja, irgendwann ist hier die Bauphase vorbei, dann braucht man nicht bauen. Da können wir das Zeug rausnehmen und nur noch eben halt für die Rüstung arbeiten. Macht natürlich richtig Sinn. So, was war das? Pflanzenfaser. Digga, hol mal Gras. Ja. Möchtest du eine Tüte? Eine Tüte Gras? Boah. Ja. Boah, kannst auch zwei nehmen. Könnt ihr dir auch zwei anbieten? Dann nehme ich über vier. Ach, da dann. Will ich nicht entgegendrohen. Diese Ameisenlöwen, die gehen mir so auf den Senkel. Ich gehe doch da einfach nicht lang. Ich will mein Dings ausprobieren. Ah, verdammt. Was, dein Tod? Ja, das auch. Na komm. Seht ihr, Leute, und jetzt bin ich schon wieder derjenige, der hier alles farmen und bauen muss. Ah. Ja. Also das mit dem Crit hat eben nichts gebracht. Oh, schnell die Heilung anschmeißen. Weil du nicht immer crittest. Ja, das weiß ich, das ist mir schon klar. Ich dachte wegen so einen ordentlichen Hit mal auf die Schnelle. Mein Gott. Ja, den hast bestimmt du bekommen. Ja, irgendwie schon. Ich bin verlangsamt. Das ist ja blöd.
Jetzt geht's wieder. Tja, wo können wir hier am besten das Gras abholzen? Was? Wie viel Gras? Reichlich, alles klar. Und los geht's. Yay! Nein, fall doch nicht immer alles ins Wasser, verdammt nochmal. Komm, komm. Fall doch in die andere Richtung. Ja, was soll's. Was soll's? Auf geht's. Los, komm. Ah. Merde. Fünfer haben wir gut. Können wir eigentlich hier ein bisschen tricksen? Inwiefern? Ja. Was ist denn? Ich habe jetzt einfach in eine krass Ecke reingesetzt, aber ich kann trotzdem jetzt die Treppe raufklatschen. Ja. Ich kann gerade im Menü nicht gucken, weil ich laufe. Die Ecke braucht die weniger Gras. Ich meine normalerweise ja, aber wie viel weniger? Zwei. Die normale braucht vier, ne? Wie bitte? Sieht halt nur nicht ganz so geil aus. Naja, nun. Ist ja ziemlich unnützlich, dass wir die überhaupt zwischenbauen müssen, nur weil wir eine Treppe haben wollen. Finde ich. Ja, lass mal so. Moin. Moin. Cool. Wieso? Hab ich doch gar nicht. Ich hab doch gar nicht den Leiter rausgeholt. Mann. Also nicht bewusst. Ne? Manchmal holt er ihn raus, wenn er ihn nicht braucht. Dann, hey, was schmeißt du denn mit Ameisen rum? Achso. Ich komm. Ah, jetzt. Na, komm, komm. Gut. Hier lag doch eben auch noch Gras, oder? Jo. Schon nicht schlecht. Stängel habe ich denn hier auch? Ja. Gut. Nice. Aber wir wollten dann schon so um den Turm herum nach oben gehen, oder? Ja. Oh, ich frage nur, weil das sieht jetzt so aus, als ob wir in die Richtung weiterbauen müssen. Was die ganze Sache ja so ein bisschen hindert. Finde ich. Kommen da schon noch rum, also keine Sorge. Jojo. Da gucken wir doch mal hier. Und das geht natürlich immer noch nicht. So. Eine Grasplatte. Die dreieckige hast du gesagt. Na gut, dann probieren wir das mal aus. Jo. Okay. Jo. Gut. Alles klar. Ich brauche aber erst wieder Grasplatten. Ja. Die sind schon bereit hier unten. Was? Wo? Na, bei mir. So. Ja, da hinten habe ich auch welche umgehauen. Das ist klar. Hoppi. Lauf, lauf, lauf. Mal gucken. Nö, von hier sieht man es nicht mehr. Egal. Der Apfel, der... Also der Apfel Gripsch. Ja. Gut. Frische Apfelbrocken haben wir hier als Beute. Sehr gut. Oh. Ameisenlöwenzange liegt hier noch rum. Dann war das dann noch bei mir, wo ich noch voll war. Das kann sein. Ja, ja, bei der Arbeit. Immer ist er voll. Der nüchterne tritt man da hier nicht. So, so.
Aber so in der Dunkelheit ist hier echt schwierig, was zu sehen, muss ich sagen. Junge, Junge, Junge. Ja, Mensch, muss ich jetzt auch noch Kerze halten hier oder was? Nö, nö. Hüpp. Komm schon. So. Hüpsa. Ja, mal schön, wenn du das Material schon holst. Ich hab doch welche geholt. Entspann dich okay. Mal. Bleib entspann locker. Dich. Gibt's doch gar nicht. Wie entspannt. Wo? So, das haben wir auch drin. Hobby. Gut. Das haben wir auch. Nur noch eine Grasplatte, dann haben wir die Treppe auch schon wieder fertig. Kommt. Okay. Ja, ich hole noch mal Gras in der Zeit. Hip. So. Tach du. Ja. Tut tut. In Sachen Gegnern ist zum Glück gerade etwas ruhiger. Gefällt mir gut. So. Ach ja, richtig, da ist auch das Labor oder ein Labor. Sehr schön. Na, nimm doch mit. Nimm mit. So. Hm. Wenn ich da durchlaufe, dann habe ich doch garantiert wieder so einen blöden Ameisenlöwen-Bums an mir. Ja, schon passiert. Und ich bin nicht durchgegangen. Aber naja. Da lang. Upsa. Ups. Da ruft man ihn und er antwortet nicht. Ich sagte, ups. Lag dich tot. Versuch's mal, komm schon. Ich komm zurück. Cool. So. Das war das da. Naja. Hm. Es lässt sich leider in Grounded nicht anders machen. Also, manche Sachen, also kann ich nur sagen, schön ist anders. Aber naja. Ja, freies Bauen wäre auch noch toll. Ja. So ansetzen, wie man es auch tatsächlich braucht. Wäre echt cool. Wäre eine echt nice Idee. Naja. Hip. Falls es doch geht, bitte in den Kommentaren. Oh ja, das wäre gut. Denn möglicherweise gibt es ja hier irgendeine höchst geheime Tastenkombi, womit das möglicherweise doch geht. Also ich wüsste nicht, dass es geht. Nein. Versuch mal Alter 4. Versuch du das mal lieber. Kann nee, nicht, ich muss gerade laufen. Ja, hab ich gerade. Alt F4, der älteste Trick überhaupt. Funktioniert aber jedes Mal. Oh, oh. Ja, weil nur mal, wenn Leuten, du die es nicht kennen. Hm? Wie bitte? Bei Leuten, die es nicht kennen, funktioniert es. Ja, das kann sein. Aber wer ist denn solch ein Riesenduperle und versucht es? Also ganz ehrlich. Gibt schon ein paar. Selber schuld. Was passiert denn dann? Dann ändern sich die Farben in Grounded. Östler. Warum nicht? Ja, die nehmen dann so Desktop-Farben an. Wo bist du schon hoch? Wie viele Grasplatten brauchst du gerade? Vier. Ich muss kurz nochmal hoch. Ja, aber unten an die Dings komme ich nicht ran. Ja, da komme ich doch jetzt. Hm. Oh, Moment, zweimal noch, dann bin ich dran. beim Runterfallen. Schön.
Jojo, mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Jo. Schön. Und wie sieht's aus? Schön. Ganz klar. Ganz eindeutig. Schön ist das. Schön. Schön sieht das aus. Schön. Genau. So. Wie viel müssen wir denn noch? Mal gleich gucken hier. Oh, ja, so. Ein Eckchen müssen wir ja noch, wa? Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Was denn? Hat der Plan nicht so ganz funktioniert? Doch, das so geht. Gras hör mal oben reinzumachen. Ich versuche. Na, wenn, dann kann ich eh nur eins rein. Ich habe nur eins jetzt dabei. Ja, oh. Geht gut. Jo. Das ist gut. Aber drei fehlen halt noch. Hydration is the key to performance. Oh ja. Jetzt, wo du es sagst, nicht schlecht. Gute Idee. Sollte ich auch mal probieren. That's not so bad. Ja. Ja. Moment, Pflanzenfaser habe ich einen. Wie viel Pflanzenfaser war das doch gleich noch? Ah, weißt du, was noch eine gute Idee ist? Was denn? Auf die Uhr zu gucken. Das weiß ich doch. Das weiß ich. Und deswegen sieht es so aus, dass wir hier die Basis mal schön betrachten. Naja, so viel Basis haben wir jetzt hier noch nicht. Oh, wunderschön. Mondschein. Jo. Okay, unser bisheriger Fortschritt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Ciao, ciao. Tschüss.